Neben unseren Gästen aus Trier begrüße ich auch die Pressevertreter und gebe Wort und Mikro gleich weiter an den Gästecoach später weg zum Statement zum Spiel. Na gut, ich begrüße Sie einmal zusammen. Zunächst war es also so gewesen, die Vorzeichen vom Spiel waren ja eigentlich so, dass wir die letzten beiden Spiele doch mehr als unglücklich verloren hatten. Und wie das dann immer so ist, so ein Verein wie Trier ist natürlich so ein Spiel dann irgendwo schon ein bisschen wichtig, weil nur mit die Zuschauer waren zwar auch im letzten Spiel und haben uns nach dem Spiel auch gefeiert, weil wir auch heute alles gegeben haben. Aber es war schon wichtig für uns, heute das Spiel zu gewinnen, damit das Ganze geordnet weiterläuft. Da wir ja auch nächste Woche kein Spiel haben und das tabellarisch dann natürlich etwas besser aussieht, war auch unser Ziel schon heute hier auf jeden Fall mal ein Leer auszugehen. Die Mannschaft hat auch die unglückliche Niederlage gegen Worms mehr als gut weggesteckt. Ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass wir einfach nur gewisse Dinge abstellen müssen, dass wir zu viele persönliche Fehler machen und dass wir mal besser nach hinten arbeiten müssen. Das haben wir uns im Training in den 2-1 jetzt auch gut erarbeitet. Unser Ziel war heute, Gegner in jeder sich bietenden Situation unter Druck zu setzen und auch dann zu bearbeiten und dann von dort aus nach vorne zu spielen. Es war natürlich ein Spiel, das für uns heute etwas leichter war als die letzten beiden Spiele, weil die Gegner ja auch mehr attackieren mussten. Meine Mannschaft war eigentlich von Anfang an präsent, muss ich sagen. War von Anfang an läuferisch sehr gut, hat gut dagegen gehalten. Wir hatten natürlich in der ein oder anderen Phase, das ist aber eigentlich, glaube ich, normal, wenn man so eine Mannschaft spielt wie der FC Homburg, hat man natürlich auch das nötige Glück, wenn der FC Homburg 1-0 in Führung geht. Bei der Chance läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Aber bei uns war, muss man auch dazu sagen, würde ich mal gerne am Fernseher ansehen. Ich glaube, von 100 Stück fallen da 99 ist das Tor rein. Aber für uns war es dann auch egal. Die Mannschaft hat auch das weggesteckt. Und ich glaube, hat dann bis zur Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit oder nach der Halbzeit hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr attackieren, aber es war auch das dritte Spiel in der Woche, muss man auch sagen. Und wir sind eigentlich auch läuferisch nur etwa 100%. Wir arbeiten ja jetzt erst seit 7 Wochen zusammen oder 7,5. Der ein oder andere hat einfach noch Rückstand, ist auch zu spät ins Training eingestiegen. Ansonsten muss ich sagen, meine zweite Halbzeit uns trotzdem immer bemüht, nach vorne zu spielen. Das 2-0 haben wir überragend rausgespielt mit dem Pass zu Pekovic. Aber in der Phase hatten wir natürlich auch das Glück, dass unser Torwart heute einen super Tag gehabt hat. Da bin ich auch sehr froh drum, weil die ganze Zeit gab es ja immer die Torwartdiskussionen. Ich kann also sagen, ich habe 2 gute Torleute. Das Problem war nur, die Jungs, die müssen jetzt mal Selbstvertrauen haben. Und das kriegen sie jetzt auch. Und dann wird das auf jeden Fall besser. Für uns war es ein wichtiger Sieg, aber trotzdem haben wir aus 3 Spielen zu wenig Punkte geholt mit dem Aufwand. Wir werden uns jetzt auf das Pokalspiel vorbereiten in dieser Woche und versuche am Sonntag dann Freiburg einen harten Kampf zu liefern. Ansonsten Kompliment an meine Mannschaft. Es war ein wichtiger Sieg und dem FC Homburg wünsche ich weiterhin alles Gute. Danke. Zuerst mal möchte ich Eintracht Trier und Vorstand und Trainerteam gratulieren zum Sieg. Ich denke, das gehört sich so, auch wenn es für uns eine bittere Niederlage ist. Das Spiel war fast treffend analysiert, auch aus meiner Sicht so. Ich glaube, Trier ist die ersten Minuten besser ins Spiel reingekommen, haben uns ständig unter Druck gesetzt, wobei wir dann nach 10 Minuten eigentlich diese Riesenchance hatten zum 1-0. Der trauert man dann natürlich in dieser Phase nach. Das ist ganz klar. Ansonsten ist das Spiel die erste Halbzeit bis auf 1-2 Szenen auf jeder Seite ja nicht viel passiert, muss man sagen. Ja, und das war der erste Knackpunkt im Spiel, diese eine Chance. Wir bekommen das Gegentor, laufen dem Tor nach und sind eigentlich sehr gut aus der Halbzeit rausgekommen, haben innerhalb, 6-7 Minuten eigentlich 2-3 richtig gute Situationen mit dem Steven Gröner, die Chance mit dem Elfmeter. Ja, Elfmeter verschießt man halt auch mal. Das passiert dann in dieser Phase. Und dass man dann immer wieder anrennt und irgendwann einen Konter bekommt, ist, glaube ich, normal. Es war ein Konter im ganzen Spiel, dann in der zweiten Halbzeit. Aber gut, wir haben es nicht verstanden, mehr als diese 3-4 Situationen auszuspielen. Gegen einen Gegner, der leidenschaftlich verteidigt hat, gegen einen Gegner, der, das wussten wir auch vorher, wenn sie nicht in die Bewegung kommen, wenn sie defensiv stehen, sehr schwer zu knacken ist, das wussten wir. Und wir haben es nicht geschafft, sie mehr in die Bewegung zu kommen.
bekommen und dann hat man im Endeffekt verdient verloren, muss man sagen. Auch wenn man sagt, ja, vielleicht haben wir zwei, drei klare Chancen gehabt, wir ein oder zwei, das zählt alles nicht im Fußball. Im Fußball ist entscheidend, wer das Tor macht und wir haben verdient verloren. Ja, wir sind am dritten Spieltag, wir haben einen Punkt auf drei Spielen, die Situation ist halt so, wir nehmen die Situation an, aber ich muss ganz klar sagen, und das habe ich jetzt auch der Mannschaft gesagt, ich mache ja keinen einen Vorwurf, dass er nicht irgendwo Gas gegeben hat, dass er alles versucht hat, aber das sind die entscheidenden Situationen im Fußball, nach drei Spieltagen oder vier, fünf, wenn du irgendwann mal mit dem Arsch an der Wand stehst, dann musst du davon wieder wegkommen. Und dann kommen die entscheidenden Momente im Spiel oder nicht nur im Spiel, sondern in der ganzen Situation. Aber ich glaube, dass wir das machen können, auch mit den zwei, drei Spielern. Man hat halt gesehen, der Gianni Pinna hat wieder gespielt, aber man sieht einfach, dass er nicht mehr wie 60 Minuten durch das Fehlen der Vorbereitung spielen kann. Chrissy Grimm ist noch nicht so weit, Jerry Steinmetz. Und diese Spieler brauchen wir, wenn wir uns fußballerisch verbessern wollen, weil das spielerische Element in unserem Spiel sein soll. Und wenn die fit werden, dann werden wir, denke ich, auch fußballerisch noch einen Moment zulegen können. Und ja, im Moment geht es eigentlich darum, jetzt die Mannschaft ein bisschen aufzubauen und ab Dienstag uns auch auf ein schönes Pokalspiel am Samstag vorzubereiten. Und ja, wir wollen diese Woche so angehen, wie wenn wir am Samstag auch alles raushauen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es von Seiten der Presse Fragen an einen der beiden Trainer? Ja. Herr Beck, der Chris Kallmann stand heute gar nicht im 18er Kader. Was war der Grund und was heißt das jetzt für die Hierarchie in den nächsten Wochen? Chris Kallmann weiß, warum er heute in dem 18er Kader war. Die Mannschaft weiß es auch. Wir haben drei Torleute und heute ist die Entscheidung auf diese beiden Torleute gefallen. Chris Kallmann ist morgen wieder im Training. Chris Kallmann ist ein guter Torwart. Und für die Torwart-Hierarchie sieht es so aus, dass der Torwart heute sehr gut gehalten hat. Und ansonsten ist das hier bei uns, vom Torwart bis zum letzten Spieler, ein Leistungsprinzip. Wer das Leistungsprinzip annimmt, ist bei uns herzlich willkommen. Ansonsten hat er Pech gehabt. Danke. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche unseren Gästen aus Trier eine angenehme Heimreise. Kommen Sie beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und tschüss.